Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich zeige euch Vampire The Masquerade Justice und das Game ist von Fast Travel Games und kostet aktuell, wenn ihr es vorbestellt, 26,99 und im normalen Release kostet es dann 29,99. Das Game, wie ich es heute spiele, ist nicht die finale Version. Das heißt, ich spiele hier so eine Vorab-Version, es wird noch ein Update kommen oder ein Day-One-Update würde ich mal fast sagen. Und ich habe jetzt auch nur die Möglichkeit, hier auf Englisch zu spielen. In der fertigen Version wird es dann auch verschiedene Sprachen geben, darunter auch Deutsch. Also das wurde in der E-Mail bekannt gegeben. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Also es sieht fantastisch aus. Ist für die Quest erhältlich und für PSVR 2. Hier die Ratte, die hat meine Aufmerksamkeit. Und ja, ich kenne Vampire the Masquerade als Bloodline, das ist ein Flat Game von 2004. Das habe ich damals verdammt gerne gespielt. Und ich bin echt gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. Es wird auch wirklich ein First Impression Video. Ich habe vorher nicht reingeguckt. Ich wollte nämlich nicht spoilern lassen. Es kann daher sein, dass ich auch ein bisschen ja, ahnungslos hier rangehe. Aber wie gesagt, ich möchte für euch die First Impression wirklich dann zeigen. So, hier haben wir halt Movement, Movement Direction, Hand, Headset. Ich mag am liebsten Headset. Und dann kann es so schnell wie gerne wie möglich sein. Turning Mode haben wir hier Snap Turn, Smooth Turn. Und Flicking, bla 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 bla. Ich würde fast sagen, dass wir mal Smooth Turn machen. Und das in Fast. Schauen wir mal, wie gut ich damit klarkomme. Und dann haben wir die Komfortoption, Vignette aus, Movement-Vignette aus, also Rotation-Vignette, Movement und Blink-Arc. Lassen wir es mal, weiß ich jetzt ganz nicht wirklich, was es ist. Objective-Markers, ja, würde ich sagen, dass uns die Objectives angezeigt werden. Subtitles, Show, lassen wir auch mal. Body-Representation, so. Arme, Hände, also ob uns mit Armen angezeigt wird oder nur die Hände. Und wir spielen im Stehen, also man kann sitzen und stehen. Also es wird aber empfohlen, im Stehen zu spielen. Und ja, wir machen mal die ganzen Arme, lassen wir einfach mal so. Und ja, hier haben wir jetzt die Audioeinstellungen, wie immer halt, dass wir verschiedene Sachen einstellen können. Und ich bin gespannt jetzt. Funktioniert das sogar hier? Also in der E-Mail stand es funktioniert nicht. Ich bin gespannt, wie es dann im Spiel wirklich dann aussieht. Und ja, hier haben wir nochmal die Controller, das Controller-Layout und hier haben wir eine Bolzenauswahl. Also wir haben auch eine Armbrust und auch wenn ihr das Spiel vorbestellt, ist die Armbrust, bekommt ihr einen Skin dabei, so einen goldenen Skin, so einen Extra-Skin. Also zu den 10% Rabatt bekommt ihr auch noch diesen Armbrust-Skin. Und ja, hier haben wir Disziplin-Auswahl. Also in den Flat-Versionen war es dann immer so, dass wir verschiedene ja, Fähigkeiten-Bäume hatten, die wir dann nutzen konnten. Ich bin gespannt, wie es dann hier aussieht. Geschärfte Sinne auf Trigger. Bolzen abfeuern auf rechten Trigger, nehmen, blinzeln, Disziplin verwenden. Okay, Disziplin, Auswahl. Also hier haben wir die Auswahl auf den linken Stick und nehmen und so weiter. Ist genau links und rechts gleich. Und hier haben wir die Fähigkeiten, dass wir sie nutzen können auch. Okay, ich bin gespannt, ob ich damit klarkomme. Und ich würde sagen, let's go. Ah, Figurenauswahl. Arme, guck mal. Italy. No one remembers my real name anymore. Italy, Europe, Italy, Europe. Haven't visited in 30 years. Okay, stehen spielen wir. Und jetzt let's go. I know it is customary for an elder to give fledglings an introduction into the world of the kindred. Unfortunately, you'll have to make do with me. You know me already. I'm Justice. It's not my real name, but I'm not sure that's important to anyone anymore. It certainly isn't for me. Mahmoud, my sire, gave me the nickname. At first just to mock me, then to keep me on the path, as he used to say. Eventually I embraced it. It's what drives me.
and it's only natural that I identify with it completely. I, like you, am a child of Hakim. Our services were called for at times by the New York Kindred Lords, but mostly we followed our own agenda. We killed for the greater good, and we kept to ourselves, among the ancient texts and relics he had found over the centuries. And then he was killed, and one of his most prized relics was stolen. I inquired among the Camarilla, but no one offered any help. Too busy playing their own power games. That's when he contacted me. Said someone in the Hecata was behind it. That if I wanted justice, I should go to Venice. Your local leaders, they're afraid to stir the pot. Maybe something unseemly floats to the surface. Die Untertitel zittern ein bisschen. Ich denke, dass ihr das auch seht. Aber wie gesagt, es ist keine fertige Version. Von daher wird das alles noch gefixt. Es sieht echt toll aus. Das muss man ganz klar sagen. Jemand, der mir helfen könnte. Aber Kaiser sagte, er hatte eine seiner Agenda. Wäre natürlich cool, wenn es dann wirklich deutsche Sprachausgabe dann auch geben wird. Aber ich bin schon mal ja, zufrieden mit deutschen Untertiteln, muss ich sagen. There was no love between me and my sire. Every sunrise I cursed him for the life he gave me. But he was right about one thing. The guilty must be punished. I knew that someone had to pay. And a Nosferatu named Pietro would lead me toward them. Maybe you can find a way to help each other. Oh, and if you make it back, do remember who gave you the tip. Now that I've scratched your back, maybe you can scratch mine. Guck mal, da kann ich direkt sehen, wer hier lebt und ja, könnte denjenigen jetzt auch wahrscheinlich aussaugen. Okay, wir haben Fähigkeiten haben wir noch nicht wirklich. Ach, hier kann man auch teleportieren. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Mit großer Reichweite kannst du Objekte aus der Ferne greifen. Richte deine Hand auf deine Flasche. Ah, okay, das kennen wir von Half-Life Alyx und von Cactus Cowboy, ne? Desert Warfare. Und sogar eine Flüssigkeit haben wir hier. Okay. Das sieht schon echt cool aus. Okay, auf Thumbstick drücken. Gehen wir in die Hocke. Kann man damit auch nachher Gegner ablenken oder schlagen? Na komm. So, haben wir mal kurz eine Ratte ausgesaugt. Also das kenne ich noch von Bloodlines. Das war da auch so, dass man sich Ratten da einverleiben konnte. Also wir sind jetzt immer nur in so einer Art Tutorial, ne? Halte Kreis gedrückt, um bei hoher Geschwindigkeit zu blinzeln. Okay, da ist nichts. Also ich finde bisher, nur von den Mechaniken her, macht es eine echt gute Figur. Das muss man schon sagen. Und es sieht toll aus.
Früher habe ich es hier geliebt, auch wenn all die Touristen ihr Bestes gaben, um alles zu ruinieren. Aber ich bin fast froh, dass sie uns evakuieren. Ich kann keinen weiteren Regentag mehr ertragen. Wann wird das denn aufhören? So, das sind unsere Sinne. Dann sehen wir, wenn da irgendwo irgendwas lebt. Na, guck mal. Tut mir leid, Ratte. So, ja, jetzt hatte ich auch den ersten kleinen Absturz vom Spiel. Von daher, ja, wie eben schon erwähnt, es kann immer noch passieren hier, dass wir Fehler haben. Aber ich spiele hier nicht die fertige Version. Balkonschlüssel brauchen wir, also müssen wir jetzt was suchen. Da wird uns was angezeigt. Ach, guck mal. Ist natürlich sehr cool, auch diese Funktion immer für Leute, die im Sitzen spielen wollen, ne? Just let up. The whole city was breathing a collective sigh of relief. It was cold and humid. But I felt something else in the air too. Something unnatural. Like the city itself was trying to keep me away. Halte gedrückt, um Ziel auf den Feind, lasse los, um einen Blitzangriff durchzuführen. Ah, wieder frisch. You could have avoided this if you just stayed where you were supposed to. Oh. Oh! What the? Gotta stay sharp. Das Blut lebender Sterblicher zu trinken, heilt dich ebenfalls. Greife dir den Opfer und lehne dich in Richtung seines Halses. Okay, jetzt hätte ich das machen können. Mache ich dann gleich mal. Aber müssen Lebende sein, ne? Okay. Also klettern? Klappt super. Ich muss auf jeden Fall irgendwas trinken. Und das ist Blut. Okay, jetzt habe ich mich wieder irgendwie geheilt. Schattenmantel. Ist im Disziplinrad. Voreingestellte Aktivierung halte.
Das klappt auch ganz gut mit dem Trinken. So, das macht doch Spaß. Zack. In einigen Bereichen können versteckte Hinweise wichtig sein, damit du dich zurechtfindest. Deine geschärften Sinne könnten dir deinen Hinweis darauf geben, dich in der Gegend umzusehen. Schauen wir mal, ob irgendwo was ist. Nee. Guck mal. Kommen wir eigentlich wieder zurück, ne? So, dann gehen wir mal gekonnt aus dem Weg, ne? Würde ich mal sagen. Okay. So. Da war ich schneller kaputt, als ich gucken konnte. Ob ich das Ding jetzt immer noch hier finde. Okay, das habe ich schon gefunden. Okay, man kann die also gut ablenken auch. So, das war schon ein bisschen besser. Ein bisschen klüger angestellt. Aber wie komme ich jetzt dahin? So, mal schauen.
that? You're going down. I'm sure I heard something. I'm so tired of this shit. So, da geht's jetzt dahin. What, me? No, I'm fine. Okay. Jetzt versuchen wir den mal abzulenken ein bisschen. Don't let your guard down. They're close. So, alle kaputt. Keine Waffen können wir nicht nehmen. So, hier muss irgendwas sein. Okay, aber wie komme ich da hin? Schauen wir uns mal da oben um. Okay. Wir müssen hier von irgendwo jetzt den Schlüssel kriegen. Von wo? Okay, da kann ich auch nichts machen. Wenigstens die ganzen Gegner haben ausgeschaltet. Da! Ach. Oh, guck mal, kann ich sogar zuschlagen mit. Das ist natürlich cool, damit kann man immer noch ganz schnell irgendwo weg, aber man kann es nicht dauernd machen, diesen Blink, ne? Fallschaden haben wir scheinbar auch nicht. Ja, auch gut. Something uncanny. The opposition I faced was far stronger than it should be. Mere mortals shouldn't have put me in actual danger. I would do well not to underestimate my new enemy. Okay.
Okay, das war die erste Mission. Also bis auf die kleinen Fehler, die ich jetzt bisher hatte, macht es echt eine gute Figur. Gefällt mir richtig gut. Okay, das zu. Was sind denn hier Gegner? Noch nirgendwo zu sehen? Aha. Da habe ich eben reingeguckt, ne? Auch von der vom Movement her und so top. Natürlich muss sich das jeder so einrichten, wie man es am liebsten hat, auch mit Snap-Turn und dem ganzen Vignette und so weiter. Du kannst deine geschärften Sinne verwenden, wenn Frenchie Herz schlägt. Ja, das wollte ich doch eben schon. Hätte mich am liebsten da fest dran gehangen. Okay, geht. Geht auch gar nicht. Du wurdest vernichtet. So schnell stirbt einer. Okay. Haben wir das auch schon mal gesehen? Oh, guck mal da. Okay. Ich dachte, man könnte die irgendwie kriegen. Scheinbar nicht. Na komm, gehen wir mal weiter. Kann man die abwerfen oder? Oder muss man dann nachher vielleicht mit der Armbrust, die man mal bekommt? Das kann natürlich sein. Schon blutig, ne? Wo sind denn noch Gegner? Ach, armer Jorik. War kein Vampir, oder? Pietros Versteck.
Ach, da oben ist er. Welcome to my humble haven. I've been waiting for you. I am Pietro. Your contact must have mentioned me. I think you and I can strike a beneficial agreement. Your name was mentioned. It took me a while to get here, but I'd like to learn how you can help me. I have good information for you, which I'll happily share if you help me with a certain task. Quid pro quo. Just tell me what you know about the attack on Machwood. We'll start there. Things have been stirring here these last couple of months. There is unrest in the Hakata ranks. A conflict brewing between the local lords. And I suspect you and your sire ended up in the crossfire. The corpse fuckers are searching far and wide for relics of a certain origin. I guess your sire didn't want to give their son. Luckily, your search to find the killer crosses paths with my own investigation. I've collected my thoughts for you on the table over there. Und Peter weg. In Venice, the Hakata have their fingers in everything. The mortals might not know it, but they are everywhere. They might delude themselves and call this a city of love. But those of us who live in the shadows know better. As with any organization that grows too big, it eventually becomes unwieldy. The same goes for the Hakata. I think our best bet is to find a way in via Elena Giovanni. She's not all there, shall we say. In my dealings with a local underclass of Kindred Help, I have often interacted with a man named Lorenzo. He will be easy to lean on for information, and rumor has it, he is in possession of something really juicy regarding our friend Elena. I would start by finding him. Suggest it's in his best interest to let us partake of that information. He usually hangs out at Campo San Antonio. Betrifft das innere Heiligtum. Also ein paar Sachen sind halt, man kann nicht alles anfassen. Ne? Man kann nicht irgendwie Bücher einfach verbrennen oder das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, müsste in VR noch rein irgendwie. Das schauen wir uns mal ein bisschen hier um einfach, ohne da jetzt direkt hinzugehen. Okay, hier werden wir wahrscheinlich irgendwie unsere Erfolge und so sehen können später, vermute ich mal. Was haben wir hier noch? Machen. Hier ist nichts Besonderes, würde ich fast sagen. Und hier geht es wieder runter. Okay, das geht nicht. Aber wenigstens das ist jetzt ein anderer Stoff. Ist nicht direkt kaputt gegangen, ist auch schon mal was. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, neue Mission gestartet von da aus, okay. Ah, hier ist unser Fähigkeitenbaum. Okay. Was können wir denn freischalten? Ungewöhnlicher Appetit? Unsichtbarer Gang?
Okay, das sind die Sachen, die wir sammeln können. Und dann kriegen wir automatisch halt irgendwelche Fähigkeiten. Blinzeln 2, EP 1500. Einschüchtern. Ratten sind nicht schmackhaft, aber manchmal ist ihr Blut alles, was verfügbar ist. So kannst du etwas mehr Hunger durch das Trinken ihres bitteren Blutes auffüllen. Ist gar nicht verkehrt, aber einschüchtern wäre auch nicht schlecht. Komm, nehmen wir erstmal das. Dass wir uns durch Ratten so ein bisschen noch ja, am Leben halten können. Jetzt haben wir 50 und das bringt jetzt gar nichts mehr. Ne? Okay. Gar nicht schlecht. So, und hier geht's raus. Assumed that the group of pale-faced freaks who ran this part of the city were just like any other kindred. But they would put themselves first. And when they had a goal in mind, they would step on whoever needed stepping on to reach it. I was both right and wrong. The Hekata were a family bound to each other with ties deeper than any other kindred I'd ever met. While those ties could be stretched, it would be very hard to make them snap. So, wir können sie am Leben lassen. So, haben wir wenigstens. So, haben wir wenigstens Blut getrunken und haben sie nicht umgebracht. Man sollte seine Blutpakete auch nicht unbedingt töten. Man braucht ja immer noch das Blut. November 29. Zeit jetzt. Zeit jetzt ist eine gute Angabe. I was heading toward the haunts of Lorenzo, a weak-minded thug who worked for Anna and Rosa, ghoul attendantes to Elena Giovanni. He could be our way into the organization. Pietro had leaned on him before and assured me he would fold easily. Now, I just had to find him. Komme ich irgendwo hoch? Verblende den Blutkessel, um einen mächtigen, aber lauten Angriff auszuführen. Junge. Der Blutkessel kann was.
Ach, guck mal. Kann man auch nicht rein. Also das Spiel gibt einen schon so ein bisschen vor, ja okay, ich bin Open World, aber ich glaube, es ist nicht wirklich Open World. Probably nothing, but I'll go. I've been looking all over for you. Okay, also die Schattenfalle hat nicht. Ah, okay. So hätte das funktioniert. Die geht wohl weit, ne? Ist ja Wahnsinn. So, did you get your delivery done last night? Mm-hmm. Glad I don't have to listen to those screams again for a while. That Fondaco is a scary place. Anna is a freak. Don't get on our bad side. What are you looking at? Nothing. There's just so few people around here these days. As if something's keeping them away. Maybe it's these masks. Just looking at you makes me shiver. It's not just the mask. There's something in the air. I feel it too. Chills down my spine constantly. Can't wait to get home when the shift's over. Hey. Shit. We have come to see us. Also diese Fähigkeiten sind schon geil. Das ist schon echt gut gemacht. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Can't do it. Okay. Schade. Also diese Angriffe ziehen natürlich sehr viel Blut und diese Falle und so weiter. Da muss man sich gut überlegen, ob man das nimmt oder nicht. I'm too hungry. Can't stay here. This is the end for you. Scheiße.
So wie es scheint, bin ich aber ein Stück weitergekommen mit meinem Tod quasi. So, Ratten sind besser als nix, ne? Guck mal, da oben ist auch irgendwas. Ja, komm. So, da haben wir wieder irgendwas. Gesundheit verbessert. Ah, okay. Ich muss vor wenig verlassen. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Nach den Evakuierungen sind nur noch die Verrückten übrig. Gestern habe ich draußen Schüsse gehört. Ich werde einen Kerl am Kanal treffen. Er sagte, er habe ein Boot. Sagte er, könne mich hier rausholen. Okay. Searching this area. Okay, ich bin tot. Ich bin ein schlechter Vampir. Much too hungry. How can they just disappear like that? Okay, wir müssen auf jeden Fall. Hä? Haben die mich jetzt dadurch getroffen, okay? Gar nicht so einfach. Okay, hier haben wir auf jeden Fall so ein Tagebuch. Okay. Ach. Ah! Fuck. Boah, das ist schwer. Besonders, weil wir kaum Blut haben irgendwie. Den kleinen Snack haben wir uns noch gegönnt.
So, mal schauen, ob wir die jetzt kriegen. Das ist echt hart. So, noch einmal probiere ich. Probieren wir einen anderen Weg. Much too hungry. Okay, da ist der. Okay, der würde auch direkt schießen, ne? Bringt alles nix. Der hat mich zu schnell. I need more blood. Okay, Leute. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier das Video und ich bin halt einfach zu schlecht, um wirklich da jetzt durchzukommen. Da muss ich noch ein bisschen üben, aber ja, kleines Zwischenfazit oder kleines First Impression Fazit am Ende. Also ich finde es cool, die ganzen Mechaniken funktionieren super, es macht Spaß. Wie gesagt, es gaukelt uns halt ein bisschen vor, dass wir hier ein Open World haben, haben wir nicht so wirklich. Es ist immer alles streng. Ja, limitiert, sage ich einfach mal. Es gibt ein paar Wege. Wie gesagt, wir können jetzt da lang oder oben lang. Aber im Endeffekt bleibt das dann halt immer gleich. Was aber vollkommen in Ordnung ist. Ich finde bisher das Feeling von Vampire, wie gesagt, wie ich es noch kenne, hat es auf jeden Fall ein bisschen. Früher hat es mich noch ein bisschen mehr gepackt, aber wie gesagt, ich finde es cool, macht Spaß und ich bin gespannt, ob ich ein bisschen besser werde. Aktuell kriege ich doch nicht so hin zu schleichen, so gut zu schleichen, dass ich nicht entdeckt werde. Dann fehlt wieder Blut, wie ihr gesehen habt, ne? Man braucht dann unbedingt frisches Blut, um diese Fähigkeiten auszuführen und ja, alles nicht so einfach, finde ich. Aber cooles Game. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne unten in die Kommentare rein damit. Und ja, wenn euch gefallen hat, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.